Die Sharing-Ökonomie folgt der Idee, dass man durch ein vermehrtes Teilen dem Kapitalismus etwas entgegensetzen kann. Diese Brombeer mit Banane und Orange. So, normalerweise ist so, ich will was nutzen, dann gehe ich ins Geschäft und kaufe. Dann habe ich's. Und dann nutze ich's. Und hier ist die Idee, dass man das trennen kann. Man muss, um was zu nutzen, nicht unbedingt kaufen. Also nicht jeder zumindest. Sondern einer kauft, nutzen tun es aber mehrere. Die Portale spielen dann natürlich eine sehr entscheidende Rolle, Airbnb und andere, Uber. Man braucht als Portalbetreiber da nur die Technik herzustellen und die entsprechenden Software und Algorithmen zu installieren. Dann läuft das alles automatisch. Das ist nun wirklich eine Gelddruckmaschine, sowas. Also ich finde, hier auf dem Markt kann man das sehen. Das ist zwischen dem, was man normale Marktwirtschaft nennt und der Sharing Economy kein systematischer Unterschied ist. Hier wird geteilt und getauscht, aber was dabei zustande kommt, ist halt eine gemeinschaftliche Situation. Und was die Sharing-Ökonomie nun eigentlich nur macht, ist, dass sie dieses Moment der Gemeinschaftsstiftung betont. Teilen ist gut. Das ist irgendwie menschlich, das ist freundlich. Das bringt zusammen. Die Frage ist natürlich, ob das so ist. Also das Teilen hat seinen guten Ruf. Daher von der Idee der Nachbarschaftshilfe, dass man da beispringt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das halte ich für eine Illusion. Das hat es meiner Meinung nach nie gegeben. Man teilt grundsätzlich nur, wenn man sich in irgendeiner Form etwas davon erwartet.